Liebe Lego-Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal. Heute gibt es mal wieder Lego-News und zwar zu Lego Star Wars. Da habe ich nämlich für euch heute die letzte noch fehlende 25th Anniversary Minifigur. In diesem Jahr feiert Lego Star Wars ja seinen 25. Geburtstag und passend dazu verpackt Lego in verschiedenen Sets Figuren zum Sammeln. Jetzt im März kam ja schon der ARC Trooper 5 und Darth Malak raus. Die beiden waren im Tantive 4 Hallway und im baubaren R2 Dezibel enthalten. Wenn ihr euch dazu die Reviews anschauen wollt, könnt ihr das hier auf meinem Kanal auch machen. Dann gibt es im nächsten Monat im April eine Darth Maul Figur. Das ist allerdings, ja, die zählt nicht so wirklich dazu. Die hat zwar ein 25 Jahre Logo auf dem Rücken, allerdings ist das dasselbe Format wie die 20 Jahre Sammelfiguren. Das heißt, wir haben hier wieder eine alte Figur von 1999, die da neu aufgelegt wird, und um die dann vom Original zu unterscheiden, hat man da das Logo auf den Rücken gedruckt. Bei den normalen Figuren, sage ich mal, die in den Sets verpackt sind, da ist dieses Logo nämlich nicht enthalten. Deswegen steht Maul so ein bisschen abseits davon. Im Mai bekommen wir dann die nächste, die jetzt wieder dazu zählt, nämlich Saw Gerrera. Der wird in dem Sith Infiltrator enthalten sein. Im August geht es dann weiter mit Cal Kestis in einem Todesstern-Set und der jungen Prinzessin Leia aus der Obi-Wan Kenobi-Serie. Die wird wohl in einem Creature-Build-Set enthalten sein, wobei wir bisher noch nicht wissen, welche Kreatur das genau sein soll. Und wenn ihr jetzt mitgezählt habt, dann haben wir schon 6 Figuren zusammen. Lego hat eigentlich auch nur 6 Figuren angekündigt auf der Webseite. Allerdings gibt es jetzt noch eine 7., weil, wie gesagt, Maul zählt ja nicht so wirklich mit. Und bei dieser 7. Figur wird es sich wohl um einen Droiden handeln. Einen ersten Hinweis dazu gab es schon vor über einem Monat, Ende Februar, weswegen es mich ein bisschen wundert, dass das noch niemand so aufgegriffen hat. Aber wenn wir uns mal dieses Bild hier angucken, das von Charles de Landino Chronicles auf Instagram in seiner Story gepostet wurde. Da sehen wir in der Mitte einen R2-D2, daneben dann einen 25 Jahre Sammelstein, auf der linken Seite einen Stormtrooper und auf der rechten Seite einen Rebellentruppler und überall so ein bisschen pinke Farbe. Und wenn man jetzt eins und eins zusammenzählt, dann könnte man hier annehmen, dass der Stormtrooper und der Rebellentruppler den R2-D2 pink anstreichen. Und das ist dann auch schon unser letzter Hinweis hier. Die letzte Figur wird nämlich R2-KT werden. Das ist letztendlich R2-D2, allerdings nicht mit blauer Farbe, sondern mit pinker Farbe. Die Story dahinter ist eigentlich recht tragisch. Es ist nämlich im Jahr 2004 so gewesen, dass die damals 7-jährige Katie Johnson an einem unheilbaren Hirntumor erkrankt ist. Und sie ist die Tochter vom Gründer der 501. Legion-Fanorganisation gewesen. Das sind immer die Star-Wars-Fans, die sich dann eben zu besonderen Events verkleiden. Kennt ihr vielleicht vom May the Force-Event bei Lego? Da steht ja bei den Stores eigentlich auch immer so Stormtrooper davor, und genau diese Leute, die da organisiert sind, das ist die 501. Legion und von ihrem Gründer, die Tochter, das war Katie Johnson. Und während sich ihr Gesundheitszustand immer weiter verschlechterte, hat sie sich einen Droiden gewünscht, der auf sie aufpasst, genauso wie R2-D2 auf Padme aufgepasst hat in Episode 2. Von diesem Wunsch hat dann auch der R2 Builders Club gehört. Das sind andere Star Wars Fans, die ihrerseits wiederum lebensgroße Astromech-Droiden zusammenbauen, und die haben es dann geschafft, einen R2-D2 umzulackieren, und zwar mit pinker Farbe, um da dann Katie noch eine letzte Überraschung zu bereiten. Und in Anlehnung an ihren Namen Katie wurde diese R2-Einheit dann R2-KT getauft, und dieser R2-KT war dann sozusagen ihr Freund bis an ihr Lebensende, weil Katie ist dann leider auch 2005, nur wenige Monate nach ihrer Diagnose, verstorben. Seitdem ist R2-KT das Charity-Gesicht von Star Wars und taucht immer mal wieder zu verschiedenen Anlässen auf, zum Beispiel um Kinderkrankenhäuser zu besuchen oder bei Star Wars Events auf Kinderkrankheiten aufmerksam zu machen. Und über die Jahre wurden so schon mehrere Millionen für wohltätige Zwecke organisiert. Es gab auch schon mal von Hasbro so ein kleines Spielzeug. Da wurden zum Beispiel dann $100.000 eingesammelt für die Make-A-Wish Foundation, und R2-KT hat es dann auch auf die große Leinwand geschafft. Einmal bei The Clone Wars, da tauchte sie, glaube ich, sogar schon im Clone Wars Film auf und dann immer mal so wieder in der Serie, und dann in Episode 7 ist sie auch beim Stützpunkt des Widerstands zu sehen. Also ist jetzt nicht so, dass das irgendwie eine Fantasiegestalt ist, sondern mittlerweile gibt es R2-KT auch als richtigen Charakter in Star Wars, und ich finde, letztendlich ist das ja dann eine schöne Geste, dass wir diesen R2-KT oder diese, es ist ein weiblicher Astromech-Droide, auch als Lego Star Wars Figur bekommen. Sie war übrigens auch schon im Lego Star Wars The Skywalker Saga Video
Spiel vorhanden. So, wo wird dieser Charakter jetzt auftauchen? In welchem Set? Leider ist noch ein Weilchen hin, nämlich erst am 1. Oktober. Und zwar im Set 40755 Star Wars 25th Celebration. Das besteht aus 383 Teilen. Einen genauen Preis haben wir hier noch nicht. Ich würde mal so tippen auf 35 bis 40 Euro vielleicht. Und ich schätze mal, dass das Ganze so ein bisschen der geistige Nachfolger von dem Weihnachtsset aus dem letzten Jahr ist. Das ist ja auch im Oktober erschienen, war dann nur Oktober, November, Dezember verfügbar. Ich glaube, es ging dann noch in den Januar, Februar rein, weil es jetzt nicht wirklich so oft gekauft wurde. Aber der Plan war eigentlich, dass es nur bis Dezember verfügbar ist. Und genau das könnte ich mir hier bei diesem Set auch vorstellen. Es ist, hat eine 40er-Nummer vorneweg. Das heißt, es ist wahrscheinlich exklusiv nur bei Lego erhältlich. Und dass wir dann da eventuell auch wieder diese dreimonatige Exklusivität haben, das weiß ich allerdings nicht. Das ist jetzt nur meine Vermutung, was genau in diesem Set enthalten sein wird. Wissen wir auch noch nicht. Wir wissen aber die Figuren. Das können wir zum einen auch an dem Post von Childish Landino Chronicles ablesen. Da ist ja auf der einen Seite ein Stormtrooper, auf der anderen Seite ein Rebellentruppler. Und ich kann euch jetzt verraten, es werden wohl nicht nur R2-KATIE enthalten sein, sondern auch drei Stormtrooper und drei Rebellentruppler. Und ich glaube, es könnte mehr oder weniger so eine Art weiteres Super Battle Pack sein. Wobei auf der anderen Seite ich nicht wirklich glaube, dass die sich in diesem Set bekämpfen werden, weil das Set heißt ja 25th Celebration und das hört sich für mich eher festlich an. Also wahrscheinlich werden die da wieder um einen runden Tisch sitzen und irgendwie einen Kuchen essen und ihre Blaster mal für ein paar Minuten beiseite gelegt haben. Aber nichtsdestotrotz lohnt es sich dann wahrscheinlich vielleicht trotzdem für Army-Bilder hier dieses Set mal anzuschauen. Kommt dann natürlich auch auf den Preis an. Ansonsten greift man eben zum Tantive 4 Hallway, den es ja auch im freien Handel gibt. Also um das nochmal zusammenzufassen, im Oktober bekommen wir das Set Lego Star Wars 25th Celebration als Minifiguren enthalten, Stormtrooper und Rebellentruppler und als besondere Sammelfigur R2-KATIE, der pinke Astromech-Droide, der dann letztendlich auch die sechste und letzte bzw. siebte und letzte Sammelfigur zum 25-jährigen Lego Star Wars Jubiläum ist. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir gerne als Kommentar unter das Video. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, lasst mir auch gerne ein Like und ein Abo da, um keine zukünftigen Videos mehr zu verpassen. Ich bedanke mich jetzt recht herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.